Lange lebte er zurückgezogen, tief in den Wäldern Transsilvaniens. Doch jetzt taucht er offenbar immer häufiger in den Dörfern auf. Der Braunbär, das mächtigste Raubtier Europas. Und die Begegnungen sind für die Menschen gefährlich, manchmal lebensgefährlich. Wie im Dorf Wiederkutt am 26. November 2019. Schäfer Mihai Dain ist gerade auf dem Heimweg, als er auf einen Bären trifft. Die Hunde fingen plötzlich an zu bellen. Ich habe mich umgedreht und da stand der Bär. Er sprang auf mich zu und hat mich zu Boden gerissen. Mit letzter Kraft schleppt er sich auf die Terrasse. Dort findet ihn seine Frau. Hier lag er, hier unten, ganz zusammengerollt und hat nur gesagt, ich sterbe, ich sterbe. Das war alles. Bis der Rettungswagen kam, hat er nichts mehr gesagt. Nur, ich sterbe, ich sterbe. Schwer verletzt kommt der 28-Jährige ins Krankenhaus. Als Stunden später Jäger eintreffen, ist der Bär schon längst verschwunden. Mehr als 20 Attacken, so der Dorfvorsteher Soteo, habe es in den letzten Monaten hier gegeben. Die meisten Bewohner seien mit den Nerven am Ende. Die Bären attackieren hier überall in den Höfen der Menschen, bei den Schafen, den Schweinen. Es wird Zeit, dass auf oberster Ebene dagegen etwas unternommen wird. Seitdem Rumänien die Bärenjagd vor Jahren verboten hat, glauben hier viele, haben die Attacken zugenommen. Immer mehr Politiker wie der Abgeordnete Levante Vas fordern deshalb, das Jagdverbot auf das Tier so rasch wie möglich aufzuheben. Es ist erschreckend und bestürzend, denn es sind Menschenleben in Gefahr. In letzter Zeit gibt es so gut wie jeden Monat ein Todesopfer. Der Wissenschaftler Laszlo Gál hält nichts von einer neuen Jagd auf Bären. Seit Jahren erforscht er das Verhalten der Tiere. Er kennt die immer neuen Meldungen über Angriffe, oft gepostet in sozialen Netzwerken wie diese hier im letzten Sommer. Der Angriff eines Bären auf einen Jäger. Der Mann wird schwer verwundet. Es gibt Attacken, bei denen es entweder um Nahrung oder Schutz des Gebietes geht. Aber der Mensch steht nicht auf dem Speiseplan des Bären. Der Bär will eigentlich nur den Menschen von sich fernhalten. Doch die Meinung von Experten wie ihm, meint Laszlo Gál, sei kaum gefragt. Zu gering das Interesse der Behörden. Es gebe noch nicht mal verlässliche Daten über die Population. Nach groben Schätzungen schwanke die Zahl zwischen 4.000 und 6.000 Tieren. Desinteresse der Behörden, das kennen sie auch in Borsand, im Osten Transsilvaniens. Im Garten von Scholt Enyet tauchte plötzlich ein Bär auf. Seitdem hat er sich zu einer höchst umstrittenen Mission entschlossen. Ich habe mich mit meinem Sohn unterhalten, was wir dagegen machen können. Und dann fingen wir an, Mais zum Füttern auszulegen. Seitdem kommen die Bären nicht mehr in die Siedlung. Wir fahren mit ihm zur Futterstelle. Die ist jedoch nur wenige Minuten vom Dorf entfernt, gerade mal einen Kilometer. Kurz vor dem Ziel stoppt er seinen Wagen. Er hat einen neuen, bisher unbekannten Bären ausgemacht. Das ist beunruhigend. Schaut euch nur diese großen Tatzen an. Dann präsentiert er uns seinen Hochstand gleich nebenan. Als wir hineingehen, sind wir überrascht, wie komfortabel er ist. Mit Kameras, Internet und einem selbstgedrehten Werbeclip. Denn er will hier auch Touristen gegen Bezahlung anlocken. Das alles hat mich ja auch sehr viel Geld gekostet. Die Touristen bekommen dann auch einiges geboten. Nach kurzer Zeit taucht der erste Bär auf, dann zwei, später sogar drei. Alle machen sich über das Futter her. Insgesamt 14 Bären hätte er hier einmal angelockt. Ein gelungenes Beispiel für Ökotourismus, meint Scholt Enyet voller Stolz. Bärenexperten wie Laszlo Gál halten das jedoch für unverantwortlich. Das ist auf jeden Fall gefährlich.
Wenn diese Art von Futterquelle nicht mehr vorhanden ist, dann werden diese Tiere, die sich an den Menschen gewöhnt haben, auch weiterhin bei den Menschen nach Nahrung suchen. Und was innerhalb von kurzer Zeit im Lebensrhythmus des Bären geändert wurde, das lässt sich nur schwer wieder rückgängig machen. Zurück nach Vidakut in das Haus von Mihadan und seiner Frau. Noch immer muss sie die Wunden ihres Mannes täglich versorgen. Er kann nicht mehr arbeiten. Und mit jedem Tag wird die Wut größer. Der Staat muss endlich etwas gegen den Bären tun. Es gibt zu viele. Wenn ein Bär einen Menschen angreift, hat das keine Folgen. Aber umgekehrt, wenn wir ihn jagen, werden wir eingesperrt. Und so fühlen sie sich im Stich gelassen im Konflikt mit dem Bären, dem Lebewesen, das zu den größten Naturschätzen Rumäniens gehört.